Hi Ladies! Daniela fragte mich, ob ich ein Abendkleid-Outfit zusammenstellen kann für ihre Größe. Denn sie hat Übergröße und hat es nicht immer so einfach, was für sie zu finden. Und in meinen vorhergehenden Videos habe ich ein Versprechen gegeben, dass jede Frau sehr, sehr hübsch sein kann. Und dies will ich natürlich Daniela hier erfüllen und habe ihr hier ein wunderschönes Outfit zusammengestellt, was zu ihrer Figur sehr, sehr schmeichelnd wirken wird. Doch bevor ich darauf eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps und Tricks und die ganzen Links, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Hinweise zu diesem Outfit, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt zum Abendkleid in großen Größen. Und da habe ich hier ein Abendkleid in Schwarzhaar ausgesucht von der Designerin Anna Scholz. Und Anna Scholz ist da bekannt dafür, für Frauen mit Übergröße oder große Größen ja Kleider zu zaubern, die locker 7 bis 10 Kilo wegschummeln, einfach mal so, und wirklich wunderelegant an der Dame aussieht. Und wie ihr hier seht, es ist wirklich ein sehr schönes Abendkleid und hier sind viele kleine Raffinessen versteckt, damit man wirklich sehr, sehr schick darin aussieht. Und wie ihr hier seht, das Kleid ist langärmlich und das suchen ja auch gerade Frauen, die etwas ein bisschen mehr auf den Armen und den Rippen haben. Und damit aber halt das ein bisschen retuschiert wird, aber halt nicht komplett zu ist, hat sich ja Anna Scholz gedacht, hier wird sie die Arme, die Ärmel quasi aufgeschlitzt lassen, damit es ein bisschen luftig lockerer wirkt und auch dadurch sehr elegant. Und das Interessante ist, durch dieses Verspielte am Arm wirkt es wirklich, ja, die Arme länger und verspielt, also ja, wirklich schlanker. Ich weiß nicht, gerade nicht, wie ich es besser beschreiben kann, aber wer so ein Kleid schon mal getragen hat mit so einem offenen, geschlitzten Arm, der wird wissen, was ich meine, dass der Arm wirklich einfach länger und schlanker aussieht. Und wenn ihr es noch nicht wisst, probiert es einfach aus, weil das Kleid ist wirklich sehr, ja, figurumschmeichelnd. Und wie ihr seht, es ist ein Wickelkleid und dadurch, dass man es ja wickelt, kann man es doch sehr gut auf seine Größe anpassen. Und was hier sehr gut gelungen ist, es ist zwar ein tiefer V-Ausschnitt, aber bei vielen Frauen und auch gerade bei Daniela weiß ich, ist der Busen nicht unbedingt klein und kann somit hier auch nochmal sehr schön auftrumpfen und für die Figur zum Vorteil wirken. Denn dieser lange Ausschnitt wirkt ziehend sozusagen, und dadurch, dass das Kleid ja auch relativ sehr lang ist, zwar nicht bodenlang, aber sehr lang, zieht das die Figur nochmal richtig schön in die Länge, damit ihr wirklich größer wirkt und dadurch auch sehr viel schlanker. Und die Schleife, ja, ist nochmal im Bauchbereich dafür da, um eine Art Ablenkung zu schaffen, um halt vielleicht vom Bauch wegzulenken und ja, auch wiederum schlanker auszusehen. Grundsätzlich, vielleicht nur so als Tipp, das verstehen viele nicht ganz so. Ihr müsst das sehen wie ein Zauberkünstler. Um schlanker auszusehen, müsst ihr die Leute, euer Umfeld so lenken, dahin, wo ihr sie hinhaben wollt. Wie ein Zauberkünstler. Ein Zauberkünstler macht hier drüben irgendwas und tut mit der anderen Hand ja irgendwas verstecken oder zaubern sozusagen. Und genau das müsst ihr machen. Und genau das zeige ich euch jetzt, wie ihr das mit den Accessoires auch hinbekommt. Denn zu diesem Kleid habe ich ein paar wunderschöne Pumps ausgesucht, die zu diesem Kleid wundervoll aussehen werden und euch nochmal einen Ticken größer und schlanker wirkt. Denn dieser Pump ist matt gehalten, also nicht glänzend, würde ich auch nicht empfehlen, denn das fällt zu sehr auf die Füße dann, sondern meine Empfehlung in diesem Fall: wählt einen matten Pump wie dieser hier und natürlich nicht einen ganz flachen, sondern ruhig ein paar Zentimeter, damit ihr nochmal schön an Größe gewinnt und dadurch nochmal sehr adrett und schlanker wirkt. Und natürlich schwarz, passend zum Kleid, matt, spiegelt sich wieder wunderschön. Und jetzt kommen wir zu diesen Highlights, wo ihr quasi zaubern könnt. Und hier habe ich euch eine Klatsch herausgesucht, eine Handtasche, was jede Frau einfach haben muss, um ihre Utensilien unterzubringen. Ganz gewiss auf etwas geachtet, denn diese Klatsch ist sehr, sehr lang geschnitten und aus Gold. Jetzt stellt euch einmal vor, dass ihr die Klatsch in der Hand haltet, diese lange Klatsch in Gold vor diesem schwarzen Kleid. Was für eine elegante Wirkung das für euch hat. Und automatisch schaut keiner mehr, ob ihr ein paar Pfunde zu viel habt, sondern nur noch dieser Kontrast zu euch und nehmt
Die ganze Person war, wie schön die ist. Und Gold und Schwarz ist A, zeitlos und wirkt immer elegant und schön. Und da könnt ihr wirklich nichts verkehrt machen mit so einer Klatsch. Und sowas kostet auch wirklich nicht viel. Schaut es euch einfach an, wenn ihr sehen wollt, klickt hier drauf und lasst euch überraschen. Und damit wir dieses Gold nochmal widerspiegeln und das Ganze jetzt nochmal dieses I-Pünktchen aufsetzen, habe ich mir gedacht, ein richtig schönes Schmuckkettchen. Denn hier habe ich eine Kette rausgesucht, auch wieder in Gold, was eurer Figur extrem schmeicheln wird. Denn der Anhänger heißt Love. Und das soll auch wiederum dieses ganze Outfit verkörpern. Und ich denke, damit habe ich auch Daniela diesen Wunsch erfüllt, was sie ja sein möchte. Sie möchte Liebe sein, sie möchte elegant Schönheit ausstrahlen. Und damit wird sie es. Und gerade diese Kette in Verbund dieser goldenen Handtasche und das schwarze Kleid, also wirklich, I love it, auf Deutsch gesagt. Und das Ganze macht euch wunderschön. Und wenn ihr, wie Daniela, so ein wunderschönes Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so detailliert wie möglich, was ihr vorhabt, wie groß ihr seid, welche Haarfarbe, denn dann kann ich vielleicht morgen schon ein Video, ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, gebe ich meinen Tipp, abonniert mich hier oben einfach auf meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos, keine solchen wunderschönen Outfits mehr und die dazugehörigen Deals natürlich. In diesem Sinne, Daniela, I love it.